Sensation. Sage ja, zum deutschen Bier. Genau. Und Sensation ist, morgen oder am Sonntag in Ausgabe 114 von Keine Wochenshow gibt es ein Bier, das mir schmeckt. Wobei man sagen muss, er spricht nicht für das Bier. Ja, es ist ein wenig... Ich will noch nicht zeigen, welches es ist, aber ich trinke noch einen Schluck. Das war so toll. Es muss mal ausgehen, normalerweise ist das Bier immer alle, wenn die Sendung durch ist. Normalerweise. Ja, das verstehe ich aber nicht, das ist doch wirklich lecker, das Bier. Ich sag ja auch nichts. Ich nehme mal ein Stückchen. Ja, insofern schon deshalb sehenswert die kommende Ausgabe unserer kleinen, schnuckligen Sendung. Ja, ansonsten noch mal so ein bisschen Faschingsnachlese. Ja, ein Rückblick auf die letzten Tage des Faschings. Genau, Stichwort AKK. Ja, und die Fastnacht? Wie hieß die? Stockacher Narrengericht. Mann, wer setzt sich denn so eine Sache aus? Das ist irgendwo in Konstanz, glaube ich. Nee, komischerweise ist das ja nicht im Saarland, sondern in Konstanz oder so. Ja, ich dachte auch, dass das im Saarland ist, aber Stockach ist irgendwo im Südwesten, also in Baden-Württemberg, glaube ich. Toll, das habe ich heute gelernt. Ja, siehst du? Wir sprechen darüber, wie Medien in sozialen Netzwerken quasi auch die Leute... Naja, erregen, sag ich mal. Ohne zu kommentieren, eigentlich. Nein, die nehmen eine Schlagzeile und das war's. Ohne das ein bisschen auszubauschen. Ja, sie bauschen es ja durch die Auswahl der Schlagzeile an sich schon aus. So meine ich auch eigentlich. Wir sprechen ganz viel über Sport diesmal. Ja, meine Lieblingssportarten: Fußball und Basketball. Tja. Und Handball, wir sprechen auch über Handball. Kurz mal über Handball. Ja, habe ich auch selber mal gespielt beim OHC. Du hast beim OHC Handball gespielt? Ja, im Osten, also als er da Vorläufer hat. PSV hieß ihn, glaube ich, damals. Wieso nicht mehr? Genau. Ich habe ja noch Medaillen. Von 1987 und 1988. Meine Damen und Herren, vielleicht können wir ja an dieser Stelle schon mal einen Teaser für Ausgabe 115 machen. Nein. Das ist dann die Sendung vom 17. Februar. März. 17. März. Ja, April schon. Das ist dann nämlich der große zweite Teil des 40er Specials. Und diesmal, so viel kann ich sagen, stehe nicht ich im Mittelpunkt dieser Sendung. Sondern jemand anders. Nicht? Ja, ich. Wie ist denn das jetzt? Also, fühlst du es schon? Nö. Also ich muss ja mal sagen, also man macht ja mal, ich mache ja wie auch du, die 100 Clips rückwärts laufend. Und das ist echt komisch, wenn man jetzt mittlerweile ist ja schon bei nur wenige Tage entfernt. Ja. Es sind einfach nur komische Gefühle. Also du hast bei 100 angefangen und jetzt bist du im anständigen Bereich. Wer gratulieren möchte, am kommenden Mittwoch darf man unter diesem Video Kommentare schreiben, Beileidbekundungen loswerden, wie man gerne möchte, dann ist es nämlich soweit. Ja, ich werde 20. Plus 20. Ja, da fällt mir ein, wir haben nicht über KISS gesprochen. Über KISS? Die Band, KISS. Ja, wundert mich jetzt nicht, dass wir über KISS nicht gesprochen haben. Ja, ich wollte gerade sagen, aber das Schöne ist ja, die sind ja auf Farewell-Tour, also die sind jetzt fast 40 Jahre unterwegs und machen die Abschiedstour. Und jetzt kommt der Hammer, Paul Zen, der ist ja auch schon mittlerweile auch schon an die 60, Mitte 60 an und hat beim letzten Konzert irgendwo in den Staaten sein Vaterchen dabei, ja, 98, Vaterchen ist noch durch ihn getobt, hat er völlig in der Masse hier mitgemacht. Ist cool, oder? Jetzt müssen wir mal kurz sagen, also die sind in den 60ern und gehen schon auf Abschiedstour, was ist denn da los? Ja, nicht so wie es drohen, wenn du mit der 70 da durch hingehst. Du würdest mir auch nicht sagen, dass die wirklich auf Abschiedstour gehen. Naja, dann die was haben jetzt mittlerweile auch schon 40 Jahre auf dem Buckel, und keinen Bock mehr. Ja, ich kann ich mir nicht vorstellen, dass sie keinen Bock mehr haben. Na, die haben auch so. Wenn die Kasse klingelt, dann werden die bestimmt wieder Bock haben. Also die hatten ja schon mal vor 10 Jahren eine Abschiedstour. Siehste? Ich war selber, glaube ich, bei der 35. Jahrestour dabei damals. Aber ich sag, jetzt sind wir, weil ich eigentlich erzählen wollte, war eigentlich gesagt, dass der Vater noch mit seinen 98 Lenzen beim Konzert rumgesprungen ist. Und dann finde ich voll cool. Also wenn ich nochmal mit 98 bei meinen Kindern irgendwo rumtone, finde ich das großartig. Finde ich das toll. Also entschuldige mal bitte,
du sitzt ja jetzt schon bei Konzerten rum wie ein apathischer Windbeutel und machst einfach mal gar nichts. Ja, darum ja. Aber ich verweise da gerne auf keine Wochenshow. Lass es die 79 sein. Ich habe es neulich kurz nochmal gesehen. Die Folge, wo wir die Folge, wo wir Fußball gespielt haben gegen die Gummitorwand, gegen die Luftkissentorwand. Ja. Da habe ich euch gezeigt, wie er beim Queen-Konzert gesessen hat. Ja, genau, gesessen. Ich würde eher stehen. Wer hat wollte sitzen? Und wenn wenn du stehst, dann gehst du ab wie ein Zäpfchen, oder wie? Nee, dann würde ich den nächsten mitten. Dann gehe ich wie im Rhythmus. Aber sitzen ist ja völlig doof. Das ist schon ein Altherrn, ja? Habe ich schon mal erwähnt, dass der Name Metal Mavis absolut deplatziert ist für den Typen da. Ach, also eher schon die langen Haare sind ja nicht mehr. Seit der letzten Woche sind die wieder ab. Seine langen Haare sind nicht mehr. Bei Konzerten ist er eine Schlaftablette und. Ja, wie gesagt, sitzen ist doof beim Konzert. Ja, aber stehen, da würde ja auch nicht viel mehr passieren. Aber ich würde dann eher am Bierstand rankommen. Ja. Hast du noch ein interessantes Thema, was wir diese Woche nicht besprochen haben? Was wünschst du dir zum Geburtstag? Weltfrieden. Am Sonntag um 11.30 Uhr sehen Sie wie immer, oder ihr seht ihr wie immer, im Stream auf YouTube, auf dem Kanal RT Sepper, der zufälligerweise genauso heißt wie diese Facebook-Seite, wenn ihr denn dieses Video auf Facebook seht und nicht auf YouTube. Denkt dran, nicht vergessen, teilen, kommentieren und... Liken. Das gilt übrigens auch für dich. Ja. Mach ich doch. Oh, nicht immer. Doch. Nicht immer. Kann ich dir beweisen. Ja. Und denk dran, wir wollen, dass wir auch jeden großen, kleinen oder sonstigen Online-Award haben wollen. Und besonders einen. Den einen. Den großen. Grimme-Preis, den Grimme-Online-Award wollen wir und eines Tages... seit neuesten wollen wir auch nominiert werden für den Friedensnobelpreis. Das stimmt. Sag mal... Das ist da wirklich ich muss jetzt auch wirklich mal, also es ist eine Unverschämtheit, dass wir immer noch nicht für den Friedensnobelpreis nominiert sind. Jedes Sackgesicht wird ja offenbar für den Friedensnobelpreis nominiert, ja? Der nominiert sich eigentlich indirekt ja selber. Ja. Und deswegen machen wir das ja auch so. Könntest du nicht mal schnell mich nominieren? Ich würde eventuell dich nominieren. Nee, ich darf nicht. Dann käme man zumindest überregional mal in die Schlagzeilen. Ja, das wäre doch mal was. Was muss man denn tun, um für den Friedensnobelpreis nominiert zu werden? Vielleicht muss man ja nur anrufen und sagen, ich nominiere. Guten Tag. Ich nominiere. Ja, dann machen wir das jetzt mal. Das ist unsere Mission. Bis morgen, also bis Sonntag oder wann auch immer, 11.30 Uhr auf YouTube und dann, wann ihr wollt.